60 Jahre Bundesrepublik Deutschland. Pünktlich zum Jubiläum präsentiert der Ravensburger Buchverlag das Buch Die Bundesrepublik. Kaum einer hat Deutschland so viele Jahre politisch begleitet wie Altaußenminister Hans-Dietrich Genscher. 1989 verkündete er tausenden DDR-Flüchtlingen in Prag, dass ihre Ausreise möglich sei. Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise... Der Weg ist frei, das sagen zu können. Da spüren Sie plötzlich, hier vollzieht sich etwas, was tiefe Wirkung haben wird. Das ist es ja auch. Bewegende Momente, die natürlich auch hier nicht fehlen. 20 Jahre ist das her. Für Jugendliche eine unvorstellbar lange Zeit. Nee, also ich kann mich da nicht mehr wirklich dran erinnern. Ich war da echt noch viel zu jung, viel zu klein. Ich kann mich daran erinnern, dass meine Eltern natürlich vorm Fernseher gesessen haben und darüber geredet haben. War ja super spannend. Um genau diese Lücken zu schließen, um genau hier Bewusstsein zu schaffen, hat der Autor Hermann Finke dieses Buch zu einem echten Leseerlebnis gemacht. Mit Fotos, Anekdoten, spannenden Details, damit Geschichte lebendig wird. Wenn ich weiß, wo er herkommt, weiß nicht, wohin er geht. Das heißt also, das Wissen um die Geschichte, gerade zur Zeit in der großen Finanz- und auch Wirtschaftskrise, ist ganz wichtig. Man kann aus der Geschichte lernen, man kann aus der Geschichte Mut beziehen, man kann aus der Geschichte natürlich auch bedrückende Erfahrungen beziehen. Aber in jedem Falle ist es wichtig, was Vergangenheit ist, denn die Vergangenheit bestimmt die Gegenwart und die Zukunft. Man kann schon aus der Geschichte lernen, man soll es sogar. Man wird wahrscheinlich besser Fehler vermeiden, wenn man die Fehler der Vergangenheit analysiert. Die Vergangenheit bestimmt die Gegenwart und die Zukunft. Vielleicht für manche wieder so ein typischer Erwachsenenspruch. Aber wer dieses Buch nur einmal zur Hand nimmt, weiß, was dieses Land und seine Menschen auszeichnet. Zum Beispiel die Barschel-Story. Tod in der Badewanne. Ein Ministerpräsident gibt zuerst sein Ehrenwort. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Dann stirbt er unter mysteriösen Umständen in einem Badezimmer in einem Schweizer Hotel. Deutsche Geschichte. Spannend erzählt. Ich tue das mit meinem Buch gewissermaßen auf Augenhöhe. Das heißt, ich versuche das so darzustellen, dass es der Zugang zur Geschichte ein leichter ist. Also nicht mit dem Trichter von oben, sondern einfach Geschichte so darzustellen, dass es leicht verständlich ist, mit vielen Bildern, dass man weiß, was Geschichte mit Menschen gemacht hat, was Geschichte angerichtet hat. 60 Jahre Bundesrepublik. In diesem Jahr wird gefeiert. Passend dazu macht uns der Ravensburger Buchverlag das richtige Geschenk.